Moin Moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in meinen noch recht frischen YouTube-Kanal. Ja, heute geht es wieder auf eine kleine Fahrradtour. Ich wollte heute mal nach Jesteburg fahren. Das sind hin und zurück so in etwa 50 Kilometer, schätze ich mal. Ich habe wieder meinen Powerdrink dabei. Rezept in einem anderen Video. Entweder hier oder hier. Mal schauen, wo nachher mehr Platz ist. Ja, der gibt reichlich Energie. Hängematte habe ich auch wieder dabei. Das heißt, wenn wir eine schöne Stelle finden, dann wird die auch wieder aufgehängt und ein bisschen entspannt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bleibt dran hoffentlich. So geht es erst einmal los, immer die Hauptstraßen meidend in Richtung Hittfeld. Ja, hier sind wir an einem wunderschönen Platz, direkt an der Seewe. Hier vorne noch ein paar schöne Stromschnellen. Fantastisch. Eigentlich genau der richtige Platz, um mal so ein Lager aufzubauen. Leider aber steht direkt hinter der Kamera ein Schild, dass hier Campen und offenes Feuer verboten ist. Das ist sehr schade, weil das wirklich ein wunderschöner Platz hier ist. Thank you.
Einfach mal schön abhängen in der Hängematte am See bei Sonnenschein. Das ist schon ziemlich genial. Da hinten auf dem Steg, da ist der Steffen, auch bekannt als Fitnessbox auf YouTube. Von daher, hallo Steffen, hab vorhin schon mal guten Tag gesagt. Von hier nochmal hallo, einmal über den See. Wenn ich da mal so rüber schwenke, dann ist da hinten dieser Strick, von dem der Olli von Bunga Bunga Oha letztens erzählt hat. Von daher auch ein schönes Huhu an dich, Olli. Ich entschied mich dazu, hier noch eine Weile abzuhängen, um dann ein wenig später entspannt meinen Heimweg anzutreten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da oder abonniere meinen Kanal, um keine weiteren neuen Videos mehr zu verpassen. Auf jeden Fall aber herzlichen Dank fürs Zuschauen.